Hallo meine Lieben, ich möchte heute aufrufen wieder zum gemeinsamen Meditieren und zwar soll es diesmal um das Thema Loslassen gehen. Neulich in einem Spülvlog hatte ich so ein bisschen über den Januar geredet oder über den Jahresanfang, der mir irgendwie sehr stressig schien, sehr chaotisch und gar nicht so wie erwartet. Und ich habe dann auch eure Kommentare und eure Erzählungen und Meinungen dazu ein bisschen auf mich wirken lassen, habe über meinen Januar noch mal ein bisschen nachgedacht und reflektiert. Und für mich fühlt es sich jetzt wirklich so an, als würden wir jetzt in 2016 oder jetzt im Januar, in diesem neuen Jahr, was auch immer, jetzt gerade eben, als würden wir da mal noch so all das richtig sehen, was wir jetzt loslassen sollen, was uns vielleicht daran hindert, weiterzugehen, was uns daran hindert, uns zu verändern. Das Leben ist ein ständiger Prozess, ein ständiger Wandel. Und genauso ist natürlich unser jedes einzelne Individualleben auch ständig im Wandel inbegriffen. Wir selber sind in einem Wandel inbegriffen. Manchmal sehr drastisch, manchmal nur in kleinen Ausprägungen. Und ich habe das Gefühl, dass all das, was ja bei mir jetzt angeeckt ist oder schwierig war und auch bei vielen anderen konnte ich das beobachten, dass das so Dinge sind, wo wir einfach jetzt gezeigt bekommen, guck mal, du hältst da an was fest, das soll nicht mehr in deinem Leben sein oder du hältst da einfach etwas fest, das bist du nicht mehr, das sollst du loslassen, das hält dich noch in einer alten Energie, die aber nicht mehr deine Energie ist. Oder auch, dass wir ja, uns in Dingen sicher fühlen oder schon Dinge für uns als ja, fest deklariert haben, die aber noch gar nicht ja, fertig ausgearbeitet sind oder wo wir noch gar nicht genau genug hingeschaut haben. Vielleicht auch Krankheiten, Probleme, die wir irgendwie haben oder irgendwelche Situationen in unserem Leben, wo wir einfach dachten, so ja gut, nö, das kommt jetzt in die Schublade, das Thema ist abgehakt, was aber noch gar nicht durch ist, wo wir uns vielleicht auch schon noch zu sicher oder schon zu sicher gewogen haben. Und ich finde, es ist jetzt ganz wichtig, also für mich zum Beispiel und vielleicht für einige von euch da draußen auch, dass wir jetzt nochmal erkennen, okay, was gehört nicht mehr zu mir, was gehört ins alte Jahr oder in die alte Energie, was kann ich loslassen, was soll ich loslassen? Und ich möchte das halt nutzen für eine gemeinsame Meditation. Ich finde das immer ein sehr schönes Event und eine sehr schöne Möglichkeit. Ich mag auch diese Gruppenenergie dabei sehr gerne. Und würde mich auch freuen, wenn wir uns in Zukunft wieder auch mehr austauschen danach. Das ist bei der letzten Meditation so ein bisschen untergegangen. Und erstmal für die, die neu dabei sind, wenn dieses Meditationsevent ist, dann meditierst du für dich einfach da, wo du auch sonst am liebsten meditierst. Zum Beispiel, vielleicht hast du ein eigenes Meditationszimmer oder einen schönen Platz, den du dir eingerichtet hast. Oder du möchtest auch einfach nur auf dem Sofa meditieren, wo du möchtest. Und du brauchst keinen Online-Zugang in dem Moment, nichts. Und du kannst eben dann anfangen um die Uhrzeit, die angegeben ist. Du kannst auch ein bisschen früher schon anfangen, dich auch vorzubereiten. Du kannst auch ein bisschen später einsteigen. Und du kannst so lange meditieren, wie es sich für dich gut anfühlt. Vielleicht sind es nur 5 Minuten, weil du auch noch ein Anfänger bist und nicht länger kannst. Vielleicht möchtest du 20 Minuten mitmeditieren, vielleicht eine Stunde. Ja, vielleicht wirkt es auch noch die ganze Nacht so ein bisschen im Schlaf nach. Und du kannst eine Meditationshaltung wählen für dich, die für dich angenehm ist, aber wo du am besten nicht einschläfst bei. Ich verlinke auch in der Videobeschreibung mein Meditationshaltungs-Handout. Da findest du alle möglichen Meditationspositionen, sei es im kreuzbeinigen Sitz, Schneidersitz, sei es auf dem Stuhl. Und da kannst du dich einfach mal durchschauen. Und wenn wir dann meditieren an diesem Abend, ja, wie könnte das ablaufen? Natürlich kannst du da dein eigenes Skript verwenden oder dich einfach frei fließen lassen, das so machen, wie du es gerne hättest. Und wer so ein bisschen nach einer Anleitung gehen möchte, der könnte wirklich mal schauen, vielleicht sich auch vorher aufschreiben, wenn er es möchte, oder in dem Moment mal im Kopf durchgehen, okay, was ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe? Wo hat es wirklich geknallt vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten? Wo ja, merke ich einfach, dass ich total in Stocken gerate? Was hat mich vielleicht enttäuscht? Wo ist es sehr stressig? Wo ist es chaotisch? Wo hat es mir wehgetan? All die Dinge, die man eher vielleicht als negativ beurteilen würde. Alles ist natürlich erstmal neutral, ja? Also auch negative Dinge sind einfach Dinge, die vielleicht nicht sein sollen oder wo es irgendwo blockiert ist.
Aber all das, was ich mir vorstelle, okay, nein, das würde ich gerne, dass es besser läuft. Da bin ich nicht glücklich mit, das möchte ich gerne positiver haben, schöner haben, fließender haben. All diese Dinge anschauen, aufschreiben oder gedanklich auflisten und da wirklich mal versuchen, diese Dinge loszulassen, diese Dinge fließen zu lassen. Vielleicht kann man sich ein Wasser vorstellen, ein fließendes Gewässer, in das man diese Dinge hineinwirft. Vielleicht in der Form von einem Blatt, in der Form von einem Stein oder einfach als Gedanken diese Energie hineinfließen lassen. Vielleicht möchte man sich ein Feuer vorstellen, in dem man alles hineingibt. Ein Feuer ist wunderbar transformativ. Ja, oder wie man das auch immer möchte, man kann es auch dem Wind abgeben, man kann es in der Erde verbuddeln und Mutter Erde übergeben, wie man möchte. Man kann sich auch was ganz anderes überlegen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und es ist wichtig, dass du einfach für dich das findest und das tust, was dir gut tut, was sich für dich gut anfühlt. Und dann diese Dinge mal abgeben, loslassen. Oder vielleicht auch, oder zusätzlich, dass man wirklich mal in einzelne Punkte davon hineinschaut und mal erkennt, warum hängt es da? Warum funktioniert es nicht? Was könnte mir das sagen? Dass man auch wirklich mal versteht, aha, stimmt, das passt nicht mehr zu mir. Oder ja, das war vielleicht früher, aber jetzt nicht mehr. Und oh, so könnte ich das anders machen. Und das würde, wenn ich so und so reagieren würde oder das so und so anders machen würde, dann würde es einfacher werden für mich. Also wirklich mal in die Tiefe gehen. Ich möchte, dass das eine Meditation wird oder für mich zumindest, wo ich wirklich die Dinge ergründe, verstehe. Und für mich ist das etwas zu verstehen und zu akzeptieren, ist für mich immer eine super Möglichkeit, um Dinge loszulassen. Und vielleicht kann es euch so ein bisschen Inspiration sein, ein paar Impulse. Ich setze euch in die Videobeschreibung auch die Facebook- und Google-Plus-Veranstaltung, wo ihr euch dann anmelden könnt. Dann habt ihr es eben im Kalender drin und dann seht ihr eben auch, wer vielleicht sonst noch daran teilnimmt, dass ihr euch austauschen könnt. In Google-Plus ist das immer sehr, sehr klein, die Liste, in Facebook schon deutlich länger. Ja, und wenn ihr Lust habt, ihr könnt da halt auch Fragen stellen. Ihr könnt natürlich auch unter dem Video noch Fragen stellen. Ihr könnt auch in der Veranstaltung selbst dann eben euch austauschen, auch gerne danach noch. Und wenn ihr irgendwelche Wunschthemen habt für solche Events, dann auch immer gerne in die Kommentare. Ich habe da mittlerweile auch eine Liste gemacht, die ich dann so langsam abarbeiten will. Ja, und dann hoffe ich jetzt mal auf eine rege Teilnahme. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid oder viele von euch. Und dass wir ja dann eben vieles loslassen können, vieles verstehen und uns wieder dem Fluss des Lebens mehr hingeben können. Weil wir, das Leben fließt immer, aber wenn wir nicht mitfließen, dann kommen wir eben ins Stolpern oder fühlen auch manchmal, es fühlt sich manchmal an, als würden wir ertrinken. Aber wir können uns jederzeit auch wieder entscheiden, wieder mitzufließen. Also ich wünsche euch was und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!